Willkommen zurück in der Welt des Bösen bei Overlord 2. Ich darf mit großer Freude verkünden, dass eines unserer Hauptgebiete endgültig abgeschlossen ist, nämlich Nordberg. Dort ist alles tot, dort herrscht genauso ein reger Betrieb wie bei den Einschaltquoten von irgendwelchen neuen Sat1-Soaps oder Pro7-Shows. Schöner könnte es überhaupt nicht sein. Und jetzt betreten wir das nächste große Gebiet. Mehrfach habe ich es bereits angekündigt und jetzt machen wir es wahr. Wir gehen in die Ödnis. So. Mehr ist man nicht. Die Ödnis ist gefährlich. Und vor der Ödnis habe ich auch einen gehörigen Respekt. Aber jetzt, mit Hilfe der Blauen. Mal sehen, ob unser kleiner Aus... Ah, wie ich dachte, ihre Magie drängt den Schleim zurück. Schnell her, ich glaube nicht, dass das lange so bleiben wird. Ja, jetzt kommt es umso mehr auf eine gute Schergensteuerung an. So, wir haben hier unten noch ein Objekt. Was mit Sicherheit ganz nett wäre, wenn man es hätte, wenn man es hat. Aber das müssen wir verschieben, denn zu wenig Rote. Wenn ich es richtig sehe. Dann gehen wir es hier hin. Sollen diese Barrikaden etwas ein- oder aussperren? Schwer zu sagen, aber der Schleim wächst schnell nach. Egal. Euch werden sie auf keinen Fall aufhalten, großer Lord. Wie hier wohnen Leute? Oh nein! Sie haben den Dämonenlord von Nordberg geschickt, damit er uns tötet. Hey, wir haben so schon genug Probleme. Ja, das glaube ich euch aufs Wort. Sie haben uns aus der Stadt geworfen und behauptet, wir seien mit Magie verseucht. Lächerlich. Oder wir würden nicht ins Kaiserreich passen. Wir sollten hier sterben. Zurück, zurück. Bleibt mir vom Hals. Ah, er ist mutiert. Wo denn? Alle! Ach, der da. Sieh an. Die Magie tut den Menschen nicht gut. Ich bin nicht infiziert. Nicht jeder ist für Magie geschaffen. Ach komm. Oh. Die Statthalterin von Immerlicht soll etwas Schlimmes zugestoßen sein. Nein. Es geht dir jetzt deutlich besser. Diese Dinger da bei euch, sind das Mutanten? Nö, noch nicht. Mutanten sind mir immer noch lieber als einige dieser Senatoren. Ja, Overlord, führ deinen Kraftschlag aus, wenn es dich glücklich macht. Oh nein! Da ist ein weiteres Tonerzfragment, Lord. Befreit es vom Schleim. Endlosspawn? Nein. Blaue.
Jawohl. Damit haben wir zwei. Ihr wählt alle! Blaue! Boah! Gehen wir erstmal weiter. Ich denke, der Hypnus wird uns auch noch eine Zeit lang beschäftigen. Ups, und Ende. Kein Tor? Kein Rad? Doch da. Nervig, sage ich da nur. Nee. Das ist nicht das, was ich suche. Aber die roten waren ja da hinten. Ach so, ja, das werden jetzt ein paar weitere sehr lustige Rätsel. So. Jawohl, sehr gut. Hä? Was macht denn der da? Warum ist der jetzt da hingerannt? Tja, gut, tut mir leid, Kollege. Zu blöd. Da kann ich dann auch nichts mehr machen. Oh. Da geht mein Herz auf. Nord. Ach du meine Güte. Alles klar. Aber auch die Musik ist wieder wunderbar. Ah, dahinter ist ein Superkristall. Sehr gut. Und weiter geht die Gate-Tour. Warum kann ich hier nicht drauf? Ja, super. So. Einmal gegrillte Schnecke. Ach, das ist jetzt ein Endlos-Spawn oder was? Jetzt habe ich einen blauen zu wenig. Okay, ich brauche von jeder Schergensorte 4. Ich hab's kapiert. Ich hab's kapiert.
Ich frage mich, wie die Menschen hier überhaupt leben können. Jetzt würden doch die Grünen fehlen, aber dafür habe ich hier leider kein Portal in der Nähe. Schade. Und das waren ja bestimmt hier nur die Einstiegsrätsel. Das wird ja bestimmt noch viel komplizierter. Was machen die denn? Dreht doch schneller an dem Ding. Komm, bloß weiter hier. Was ist das denn? Oh! Da kommt das Taxi. Aber es ist wohl leider schon belegt. Aber wie so ein richtiger Overlord, würde ich sagen, schmeißen wir die Fahrgäste einfach raus. Wir öffnen einfach ganz höflich die Tür und dann werfen wir sie auf die Straße. Geht jetzt auch ein bisschen schneller hier. Genau so. So, mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Nein, 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 nein. Wir warten lieber. Ja, und da unten, ja, genau. Ja, natürlich. Da unten ist noch ein Gifträtsel. Ein ziemlich riesiges Gifträtsel. Da hinten ist noch ein Turmfragment. Hier unten ist eins. Och, das wird ein Spaß. Ich sag's euch. Hier wird bestimmt auch noch der ein oder andere emotionale Ausraster erfolgen. Wenn die Schrankensteuerung mal wieder ihr Eigenleben führt. Oder ich mal wieder ein bisschen inkompetent bin. So, alle da? Ja. Ist ja auch nicht immer garantiert. Ich habe hier kein gutes Gefühl. Ja. Oh shit, hau die rein! Komm in die Häuser! Geht in das fucking Haus, ey. Oh. Boah, machen die Schaden, du mein lieber Mann. Ja.
Braun haben als einzige noch volles Leben oder volle Fraktionsstärke. So, jetzt. Puh. Also, die Ödnis ist wahrlich kein leichter Ort. Das merken wir schon. Und dann werden wir beim nächsten Mal hier, denke ich, mit Vorsicht durchgehen. Und ich denke, es bleibt einfach abzuwarten, auf was für Gefahren wir hier noch stoßen werden. Fest steht, die Ödnis ist ein größeres Gebiet. Es gibt viel einzusammeln. Und es wird nicht in einem Rutsch durchgehen. Also, bleibt dran und bis zum nächsten Mal.